So, und da sind wir wieder beim Let's Play Alan Wake. Haben gerade Rusty eliminiert und machen uns weiter auf zum Lover's Peak. Was war das? Oh Gott. Diese Ereignisse, die ignorieren wir dann komplett. Also es kommt mir zumindest irgendwie so vor, wenn wir jetzt wirklich weiter zum Lover's Peak gehen. Naja, egal. Licht. Oh, ist das schön. Licht. Licht hat was Beruhigendes. Okay, da geht's nicht lang. Dann gehen wir mal hier weiter. Vergiss es, Barry. Ich bin Oh, wohl da verrückt leuchtet was. geworden. Oder täusche ich mich? Ah, das wäre ein blödes Versteck. Nö. Hallo. Ich hatte eine Halluzination. Da komme ich Bleib nicht in der Hütte. Öffne niemandem die Tür. Ich meine das ernst. her. Okay. Da muss ich dann. Nee, da komme ich her. Da komme ich her. Hä? Das was? Da muss ich wahrscheinlich hin. Später. Also, wenn ich hier war. Guck mal, ein schöner Aussicht wieder. Kenne ich irgendwas von vorher? Da sind zwei Brücken. Also erkennen tue ich nichts von vorher. Manuskriptseiten. Mal gucken, was noch als nächstes passieren Im wird. letzten Augenblick des Bewusstseins dachte Rusty an Rose. Er war älter als sie. Sie war fast noch ein Teenager. Doch dank ihr fühlte er sich wieder jung und vergaß das Desaster seiner längst toten Ehe. Er trug den Ring immer noch. Er hatte gewartet, dass sie ihn bat, ihn abzunehmen. Das würde sie nun nie tun. Ja. Licht. Und wie ein Kontrollpunkt erreicht. Oh, das ist so schön angenehm. Weil immer so Kontrollpunkte erreicht und alles. Ja, hier kam ich ja her. Oh Mann. Manchmal Gedächtnis wie ein Sieb. Gut, da ich ja Batterien so blöd verbraucht habe. Ach so, habe ich alles schon aufgeladen wieder. In der schönen Box. Oh, ich habe mich mal nicht vor der Krähe erschreckt. Sonst habe ich doch einen Hang dazu, mich zu erschrecken vor Krähen. Ah gut, in der einen Hütte da, wo die aufgetaucht sind, habe ich mich ja auch nicht erschreckt. Jo. Lover's Peak. Lover's Peak lag am Ende des Pfeil. Naturlehrpfads. Oh, dann gehe ich erst dort lang. Gibt's immer versteckte Sachen, wo diese Pfeile sind. Oh. Es wird langsam etwas dunkel hier. Sehr optimal für meinen Monitor. Mein Monitor ist etwas alt. Das ist der Pfeil. Stinkt. Okay. Ich glaube, das war ein Bug. Oder? Ich glaube, das war ein Bug. Ja. Kann ja so gewollt sein vom Spiel. Oh, ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Finderlohn. Guck ich mal nachher, was sie bedeutet. Jo. Ah, das ist eine lange Strecke zum Lover's Peak. Geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Dort oben leuchten die. Oh, dann leuchten ja wirklich die Sterne. Hier unten leuchten wir. Wenn jetzt am besten ein Licht ausgegangen wäre. Ja. Dann gehe ich jetzt halt nach Hause. Ah, nee. Nee, 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 nee.
Ach, Dose fällt einfach so runter. Klar. Wow! Wow! Wow, geht weg! Oh nein, ich hab noch die Dings. Gut. Geht weg! Böse! Ah! Da ist auch noch einer hinter mir, oder was? Ja, Tatsache. Ah. Komm, noch einmal. Noch einmal, noch einmal. So. Ja. Ich glaube, die waren von meiner Singerei nicht begeistert. Nur deswegen haben sie mich angegriffen. Schnief. So, egal. Ein bisschen auf Mitleid gemacht. Schadet nicht. Oh, oh. Habe ich hier kein Licht irgendwo? Nee, ne? Erst... Ach, nö. Brauche ich ein bisschen Energie wieder. Da oben ist Licht. Dann gehe ich dahin und heil mich. Oh, jetzt geht's hier auch noch einen Weg lang. Guck ich mich da erstmal um. Ach, das, ich heile mich ja auch so. Okay, ich dachte, ich würde mich nur in Licht heilen. Aber wahrscheinlich, weil ich gerade nicht angegriffen werde, habe ich Chancen, dass mich auch so heilt. Wir finden viele Manuskriptseiten. Gut, es gibt ja auch viele in diesem Kapitel. Niemand in Bright Falls schien zu wissen, wo Al war. Aber Rose, die Kellnerin im Restaurant, hatte ihn gesehen. Nach Barrys Wissen war Al wie vom Erdboden verschluckt, nachdem er das Restaurant verlassen hatte. Rose war die Art Fan, die Al hasste, aber sie wollte wirklich helfen. Außerdem war sie schlau, wusste viel über das, was in der Stadt vorging, viel über Al, sogar wer Barry war. Barry gefiel sie. Bei Frauen hatten Barry und Al nur selten denselben Geschmack. Ja, das gibt mir Hintergrundinformationen, aber nicht wirklich Informationen darüber, was noch passieren wird. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Irgendwie wird die Musik voll unheimlich. Die Musik ist richtig unheimlich. Und da kommt auch schon wieder so komischer Wind. Ich hab Angst. Ich hab Angst, dass ich angegriffen werde. So. Okay, hat sich's normalisiert. Aber trotzdem, die Musik geht nicht weg. Okay, Schrotflintenmunition und Schrotflinte. Also man kann in dem Spiel echt paranoid werden, habe ich so das Gefühl. Das ist natürlich nur eine vage Vermutung. So, da geht's Visitor und... Nein. Dazu Lover's Peak. Die Musik sagt mir wirklich, dass irgendwie was passiert. Vor allem dieser scheiß Wind, das kommt noch dazu. Oh, Kontrollpunkt erreicht. Wow! Ich wusste es! Ich wusste es! Mein Gott. Braucht irgendwie länger. Schein an, du Sau. Ja, die halten jetzt etwas mehr aus. Und da kommt auch schon der nächste. Oh, den ich gerade nicht angeschrien habe. Da denkt, ich sehe ihn nicht, oder was? Die Taschenlampe habe ich schon vorn angestrahlt und irgendwie... War nämlich gerade auch... Ja, ich wollte gerade sagen, da kam doch auch noch einer. Ganz so arg mit den Hallos habe ich es doch noch nicht. So. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist hier noch irgendwas? Scheinbar nicht. Wo? 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 Da! Ah! 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 Geh! Renn! Renn, Alan! Renn! Renn! Oh Gott! Renn! Ah! Ah! Weiter! Weiter rennen! Renn, du Sau, renn! Oh, bin ich gut ausgewichen? Ah! Nein! Nein, Alan! Da oben ist rettendes Licht! Renn! Nein! Ich hätte ja auch eben zum Schluss auch nicht ausweichen können! Oh nein! Oh Mann!
Mann! Kommen die nochmal? Ja, natürlich. Weil es so schön war. Wow! Da kam ja voll auf mich zugerannt. Was soll das denn? Sehr dich. Sehr dich. So. Ja, ich denke mir mal, ich renne wieder ins rettende Licht. Ach, diese Scheißtypen, echt mal. So. Ich höre erstmal auf mit diesem Part. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss, eure Tai.